Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute passives Einkommen 2023 und das mit ChatGPT. Also mit einer künstlichen Intelligenz und angeblich können wir hier Geld verdienen im Schlaf. Das Video schauen wir uns an. Und du bist auf dem YouTube-Kanal Geld verdienen im Internet bei Michael Kurzur. Und wir haben hier noch eine Besonderheit. Wir sind jetzt gerade live auf Twitch. Und hier ist der Twitch-Kanal und montags bis donnerstag schaue ich mir die Videos live abends um 18 Uhr auf Twitch an und dann siehst du diese Aufzeichnung hier auf YouTube. Also gerne auf Twitch vorbeikommen, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und ich würde einfach mal sagen, komm, wir starten jetzt. Natürlich gerne immer die Glocke betätigen. Egal, wo du bist. Du kannst mich natürlich auf Twitch abonnieren, auf YouTube, da, wo du das Video jetzt gerade siehst. Okay, und jetzt mal gucken, wie passiv dieses Einkommen wirklich ist. Ich bin echt gespannt. Mit diesen neuen genialen Methoden kannst du es schaffen, dir ein passives Einkommen aufzubauen, welches dir automatisiert Geld generiert. Herzlich willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video wirst du mal eine spannende Methode kennenlernen, wie du es schaffen kannst, im Schlaf Geld zu verdienen. Wichtig, ich werde in diesem Video alles Schritt für Schritt erklären und ich werde natürlich auch die Einnahmen beweisen. Deswegen lehne dich jetzt... Okay, er wird die... er hat gesagt, er wird die Einnahmen beweisen. Das will ich jetzt sehen. Ich will echt... Das ist okay. Seid ihr gespannt? Schreibt gerne mal hier auf YouTube in den Kommentaren rein oder auf Twitch, wenn ihr das live anschaut. Schreibt gerne rein. Wollt ihr das auch, diesen Beweis sehen? Spann zurück und genießt dieses Video. Es wird dich begeistern. Ich garantiere es dir. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei diesem Video. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und in Zukunft auch lernen möchtest, seriös und langfristig Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal hier komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und Methode Nummer 1. Für die erste Methode benötigen wir zuallererst mal die Plattform ChatGPT. Hat euch in einem der letzten Videos schon mal erklärt, dass es hier... Übrigens, da habe ich auch mehrere Videos zu angeschaut auf meinem YouTube-Kanal Michael Kurzur am Samstag. Samstag, 18 Uhr bin ich auf YouTube live und ja, da habe ich so das ein oder andere dazu schon gesagt. Eine künstliche Intelligenz, die eben hier für einen automatisiert Texte und Artikel erstellen kann. Dazu geht ihr hier einfach auf die Seite openai.com und könnt euch hier kostenlos erstellen. Wichtig, ihr solltet hier schnell sein, weil aktuell gibt es hier noch eine kostenlose Version, bei der sich eben jeder gratis anmelden kann. Dazu klickt ihr hier rauf und klickt dann hier auf Sign Up. Dann könnt ihr euch hier einen kostenlosen Account erstellen mit eurer E-Mail eben. Ich bin auch mal gespannt, wo das hingeht. Ne? So, die müssen ja auch ihre Serverkosten bezahlen. Ich hatte ein YouTube-Video angeschaut über die Leute, die dort investiert waren und so. Also Elon Musk und so und. Viele waren dort investiert oder sind noch investiert und so. Und ja, das Projekt verschlingt Milliarden gerade. Und ja, dann könnt ihr auch schon direkt starten. So sieht das Ganze dann aus, wenn man sich hier bei ChatGPT angemeldet hat. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine der spannendsten Plattformen zum Online-Geld verdienen, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin jetzt auch schon seit vielen Jahren im Online-Geld verdienen Bereich aktiv. Ja, und hier können wir eben Fragen stellen, hier unten in diesem Feld. Und dann können wir uns die hier automatisiert von der künstlichen Intelligenz beantworten lassen. Und das werden wir jetzt einmal machen. Und zwar, wir werden jetzt mal folgende Sache fragen. Und zwar, ich fange jetzt mal auf Englisch an. Wir werden es auch noch auf Deutsch machen, keine Angst. How to motivate myself. Also wie kann ich mich selbst motivieren? Fragen wir jetzt mal den Bot und dann... Okay, das ist natürlich schon so, ja, sehr universale Antworten werden wir jetzt bekommen, oder? Na, schauen wir mal. Ich gucke mal ganz kurz im Chat nach bei Twitch. Ihr könnt gerne was reinschauen. 11 Zuschauer. Ui, 11 Zuschauer, sehr, sehr cool. Okay, schauen wir weiter. Und wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben im Chat rein und... Und wenn ich dann halt die Aufnahme gestoppt habe, dann werde ich die Fragen alle hier beantworten auf Twitch live oder dann auf YouTube dann später. Wird er hier schon zahlreiche Antworten liefern. Das heißt, hier gibt er dann perfekt mehrere Tipps in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit. Das heißt, hier werden dann automatisiert Texte geschrieben. Das heißt, wie man sich hier eben selbst motivieren kann. Und weil das natürlich hier auf Englisch ist, werden wir es jetzt natürlich einmal auf Deutsch machen. Das heißt, wie kann ich mich selbst motivieren. Ach so, rein theoretisch hätte er jetzt den Text auch übersetzen können. Ne? Also okay, aber okay. So. Wäre mal interessant, wie der Text dann unterschiedlich ist. Die deutsche Qualität, wenn man das in Deutsch eingibt und dann in Englisch und dann Englisch übersetzen, aber okay. Jetzt werden wir das Ganze natürlich nochmal auf Deutsch fragen. Das heißt, hier natürlich richtig geschrieben und ja, dann warten wir mal die deutsche Antwort ab. Und hier sehen wir auch schon, hier haben wir direkt mehrere sehr, sehr gute
Optionen und mehrere Antwortmöglichkeiten. Und jetzt werdet ihr euch fragen, okay, Motivation schön und gut, gerade auch zum Jahresanfang natürlich ein sehr, sehr beliebtes Thema, die guten alten Neujahrsvorsätze. Übrigens schreibt mal gerne eure Neujahrsvorsätze in die Kommentare, würde mich natürlich... Mehr Geld verdienen, mehr Leuten helfen, auch Geld zu verdienen und weiter um die Welt zu reisen und so. Letztes Jahr war ich ja einen Monat in Amerika und so und bald auch wieder eine neue Uhr. Ist mal wieder Zeit und. Ganz, ganz viele Vorsätze habe ich eigentlich. Auch ein bisschen was abnehmen, ein bisschen mehr Sport machen und so. Und auch für euch hier live mehr Content erstellen. Interessieren. Aber wir haben jetzt hier einen Text und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr hiermit wirklich ein sehr, sehr gutes passives Einkommen aufbauen könnt. Und dazu gehen wir jetzt einmal auf eine... Okay, aber ich hoffe, wir verkaufen jetzt nicht die Dienstleistung bei Fiverr, weil das ist natürlich überhaupt nicht passiv, ne? Weil wir müssen natürlich aktiv dann halt Kunden gewinnen und dann halt trotzdem so 100% passiv. Also ich weiß, ne? Also man muss bei passiv immer etwas machen, aber okay. Unsere Lieblingsplattform und zwar auf Fiverr und hier zeige ich euch jetzt, wie ihr hiermit Geld verdienen könnt. Und zwar, ich hatte euch ja schon mal eine ähnliche Methode vorgestellt, aber jetzt werde ich eine vorstellen, die noch viel effektiver ist und die wirklich auch noch nie irgendjemand hier auf YouTube oder im Internet gezeigt hat. Und zwar hier habe ich jetzt einmal Motivation Artikel eingegeben und hier sehen wir, hier gibt es extrem wenig Konkurrenz. Das heißt gerade mal 120 Dienstleistungen und das ist gar nichts. Wenn ihr euch mal vorstellt, was für eine riesige Plattform. Naja, wenn wir aber jetzt... Dann könnten wir auch genauso gut Abnehmartikel und, weiß ich nicht, Doktorarbeit oder, keine Ahnung, Reiseartikel oder Artikel zu New York und so oder alles Mögliche, Affiliate-Marketing oder Geldverdienartikel. Wir könnten jetzt jede Nische dann einfach durcharbeiten und so. Das würde uns jetzt auch nicht ganz so bringen, weil ich natürlich auch oft nach Autoren suche. Aber okay, es sind jetzt aber trotzdem 121. Kommt jetzt darauf an, in welchen Sprachen auch, weil das ist ja nochmal entscheidend. Ne? Wir können ja hier auch sortieren und sagen, hey, wir wollen sofort jemanden haben, der das in Deutsch vernünftig macht oder in Englisch, Spanisch, Französisch und Co. Ihr kennt die ganzen Sprachen, da brauche ich jetzt nicht erwähnen. Fiverr ist, das heißt hier, der Bereich Motivationsartikel, der ist noch extrem klein. Das heißt, hier könnt ihr extrem gutes Geld verdienen und jetzt natürlich auch die passende Jahreszeit. Das heißt, Anfang des Jahres, viele Leute haben neue Vorsätze, viele Leute suchen auch Motivation. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ihr das Ganze machen könnt. Und zwar, wir haben hier schon eben die beste Option, das heißt hier beispielsweise Fiverr's Choice. Das heißt, das ist eine Person, die auch von Fiverr selbst empfohlen wird, weil sie eben gute Dienstleistungen anbietet. Und hier können wir jetzt einmal raufgehen und hier sehen wir auch schon, diese Person bietet eben hier für 29,36 Euro eben 500 Wörter an, das heißt ein Motivationstext. Achtung, das hatte ich jetzt beim letzten Mal auch gesagt, wir müssen jetzt hier eine Sache sehr, sehr genau uns anschauen. Hier steht SEO-Keywords, also die Person optimiert den Artikel SEO-mäßig, das heißt... Und wenn ich so einen Artikel mir machen lasse für meine Blogs oder sonst was, will ich den Artikel auch SEO optimiert haben. Das heißt Überschriften, H1, H2 und keine Ahnung was. Was da alles noch dazugehört, ist nicht unser Thema heute. Aber ich will nicht einfach nur einen runtergeschriebenen Artikel haben, sondern ich will dann halt mit diesem Artikel bei Google ranken. Und deshalb sollte das SEO optimiert sein. Das ist so... Das ist das Nächste. Also wer gut SEO kann oder so, wird sich immer doof und dusselig verdienen. SEO ist so eine Fähigkeit, ja, die kann man leicht erlernen, dann weiter testen und kann einfach richtig viel Geld verdienen. Aber der Artikel sollte echt auch SEO optimiert sein, sonst bringt das mir auch überhaupt nichts. Ne? Okay, ganz, ganz wichtig. Irgendwelche Fragen bei Twitch? Nein, neue Leute sind online, keine Fragen. Okay, weiter. Und das können wir eben ganz, ganz einfach selbst erstellen mit unserer künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir werden dann hier einmal auch bei Fiverr einen solchen sogenannten Gig erstellen und können dann eben das Gleiche anbieten oder sogar noch eben bessere Sachen, zum Beispiel hier 700 Wörter oder eben geringerer Preis und dann werden wir das folgendermaßen machen. Sobald wir hier dann eben eine Bestellung... Ach so, noch eins, ich bin immer so dagegen, ne? Geringer Preis, also wenn das jetzt hier 100 Leute sehen oder so, die ersten 10 nehmen einen geringeren Preis, nehmen dann halt 15 Euro, dann sehen das nochmal welche, die nehmen dann halt 14 Euro, dann sehen das noch welche, die nehmen dann halt 5 Euro und irgendwann kostet das Ding nur noch 3,50 Euro oder so, ein guter Artikel. Also, weil es ist ja wirklich dann halt, ist der Artikel inhaltlich sehr, sehr gut, dass die Leute auch, die auf meinen Blog kommen, wenn ich diesen Artikel kaufe für meinen Blog, auf meinem Blog bleiben und auch vielleicht wiederkommen und so weiter, ne?
beziehungsweise einen Auftrag bekommen, gehen wir dann eben hier zu unserer künstlichen Intelligenz und werden den Text oder den Blogartikel dann eben von der künstlichen Intelligenz verfassen lassen. Beispielsweise auf Englisch oder auch auf Deutsch, je nachdem, wie der Kunde das haben möchte. Und dann können wir Folgendes machen. Und zwar, wir können dann hier das Ganze eben komplett kopieren. Und dann können wir Folgendes machen. Und zwar, wir können dann jetzt zwei weitere Sachen... Ach so, noch eine Sache, die habe ich auch am Samstag auf meinem YouTube-Kanal Michael Kurz so gesagt. Es wird höchstwahrscheinlich sehr oft doppelten Content geben, weil wenn dann halt hunderte Leute hier irgendwelche Texte in Auftrag geben und die nutzen dann halt Chat GPT, die Texte sind ja nicht einzigartig. Also werden die Texte auch als doppelten Content vielleicht bei Google in ein paar Monaten zu finden sein und so. Und wenn ich dann halt den Auftrag gebe an einen Texter und meine Texte ranken dann gar nicht und der Blog wird sogar dann halt noch schlechter gemacht durch doppelten Content, wird dann es wahrscheinlich nicht so positiv sein. Also ich hätte ein Hals auf den Texter, ganz, ganz ehrlich. Verwenden, und zwar, wir können natürlich das Ganze einmal auf Rechtschreibung überprüfen lassen. In der Regel machen natürlich die Bots hier keine Fehler, aber wir können natürlich das Ganze nochmal überprüfen, und zwar mit dieser kostenlosen Website hier, rechtschreibprüfung24.de. Das heißt, hier werden wir den Text einmal einfügen lassen und ja, dann können wir hier die Prüfung auch starten. Und was sehen wir hier? Natürlich fehlerfrei. Das heißt, hier können wir uns nochmal doppelt absichern. Das heißt, hier sehen wir einen perfekten Text, der eben genauso eben aussieht, als wäre er von einem Menschen geschrieben. Es ist natürlich auch so, dass der Chatbot, das heißt die künstliche Intelligenz, von Menschen programmiert wurde, ebenso menschlich, also so menschenähnlich wie möglich zu schreiben. Und ich kann euch garantieren, jemand, der es nicht weiß, der wird niemals den Unterschied erkennen zwischen einem Text von einer echten Person und zwischen dem Text von einer künstlichen Intelligenz, weil die Technik, die Intelligenz eben schon so weit fortgeschritten ist. Das heißt, wir können jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt hier eben das Ganze ganz einfach kopieren und dann eben unserem Interessenten bzw. unserem Kunden zuschicken und damit immer richtig gutes Geld verdienen. Das heißt, das Einzige, was wir wirklich machen müssen, ist hier in eine Nische zu gehen, das heißt in einen Bereich auf Fiverr, der noch gar nicht wirklich abgedeckt ist, zum Beispiel der Motivation. Ach, du musst auch nicht Fiverr, ne? Mach du das, die ganzen anderen Plattformen da draußen. Wir könnten jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen, welche Texter-Plattformen es gibt und. Aber wir machen es vernünftig, wenn du etwas machst. Ich will ja auch, wenn ich 30 Euro in den Fall oder so bezahle, möchte ich einen vernünftigen Text haben und nicht so einen automatisierten erstellten Text. Hallo? Also, geht's nicht an? Einen Moment, ich habe jetzt meine Kopfhörer sind ausgegangen. So, jetzt nochmal. Bereich gerade auch hier zur aktuellen Zeit und dann hier eben einen Auftrag erstellen, ein Angebot erstellen, was so gut ist, dass keiner es ablehnen kann. Das heißt, möglichst viele... Also ich kann es ablehnen, weil ich einen SEO-optimierten Text haben will, wo die Überschriften auch nach meinem Keyword, also ich gebe dir ein Keyword und sage dann hier, ich möchte damit ranken und aber okay. Wörter zu einem möglichst geringen Preis, das heißt, es darf natürlich auch nicht zu gering sein, weil ich kann euch sagen, wenn ein Text zu gering ist, beziehungsweise ein Preis zu gering ist, dann sehen die Kunden das und denken, okay, wenn das jetzt hier zum Beispiel irgendein Text für 5 Euro ist oder 4 Euro für 100 oder 500 Wörter, dann kann es gar nicht gut sein. Deswegen findet ruhig ein gesundes Mittelmaß. Hier hatten wir es ja schon beispielsweise gesehen. Diese Person bietet das an für knapp 30 Euro, 500 Wörter. Dann könnt ihr es beispielsweise so machen. Ihr bietet. Und wie hat Quellennachweise schickt sie auch noch dazu und so weiter. Bei guten Textern habe ich auch immer 3, 4, 5 Quellennachweise, je nachdem wie lang der Text natürlich ist und so. Schickst du dann Quellennachweis, Chat GPT oder wie auch immer. Ja, also als guter Texter machst du auch Quellennachweise. Für knapp 30 Euro vielleicht 600 oder 700 Wörter an oder eben für 20 Euro auch 500 Wörter. So könnt ihr es dann eben machen und dann könnt ihr relativ schnell hier gute Bewertungen sammeln und auch nach oben kommen und dann eben auch richtig gutes Geld damit verdienen. Und im Prinzip ist es eben komplett passiv. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist hier einmal den Artikel erstellen und dann, sobald ihr hier den Auftrag bekommt, müsst ihr einmal kurz die künstliche Intelligenz für euch passiv arbeiten. Naja, einmal kurz, also es steht hier oben auch über meinen Kopf unbegrenzte Revision. Das heißt, wenn ich dann halt diesen Text bekomme, würde ich dich nochmal anschreiben, hey, du hast die SEO-Keywords nicht eingearbeitet und so, die Keyword-Dichte ist nicht gut und, dann müsstest du dich nochmal dran setzen. Und wenn du dann keine Ahnung hast und so, ich habe das ja auch schon gehabt, ich habe diese Vollpfosten gehabt bei Textbroker, die mir minderwertige Texte zugeschickt haben und so, und ich dann gesagt, du bist überhaupt nicht auf meinen Text eingegangen, was ich dir geschickt habe, was ich haben möchte für einen Text.
weil ich natürlich weiß, nach 7 Jahren Affiliate-Marketing, Online-Marketing, was ich haben möchte, was gut rankt. Dann habe ich ihm noch gesagt, hier, guck mal, du solltest mir auch die Meta-Beschreibung zu schicken und so weiter. Dann kommen auf einmal wieder 300 Wörter, einfach sinnlos, die überhaupt nichts für die Meta-Beschreibung, also die überhaupt sinnlos waren für die Meta-Beschreibung. Und wenn du das alles nicht weißt, erstell keine SEO-optimierten Texte. Arbeiten lassen und dann habt ihr schon das Ganze hier erledigt. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Methode. So, kommen wir jetzt zur nächsten Methode für passives... Okay, das gucken wir uns jetzt nicht an, weil ich bin dieses Copy-Trading und so, ich bin da kein Freund von. Und ich möchte nicht, dass ihr da euer Geld verspielt eventuell. Also für mich ist das nicht... okay. Haben wir noch eine Sache? Beweis, Auszahlung 500 Euro? Okay, nee, will ich auch nicht haben. Das war's eigentlich. Das ist leider ein sehr, sehr kurzes Video. Aber okay, wie findet ihr das Video? Schreibt gerne in den Kommentaren. Ich bin ja gerade hier auf Twitch live und da ist Foto Lothar. Hey, der Lothar ist da. Sehr, sehr cool. Kann ich das jetzt hier oben, okay, dann kann ich das genehmigen? Ja, keine Ahnung. Okay, der Lothar ist da. Sehr, sehr cool. Lieber Lothar, alles Liebe, mit denen tausche ich mich regelmäßig aus und so. Wenn dir das Video gefallen hat, ich habe hier vorne noch 2 weitere Videos, schau dir die an. Lass gerne ein Abo da, betätige die Glocke. Und ich bin dann immer montags bis donnerstags live, 18 Uhr. Ich muss mir erstmal dran gewöhnen, ne, an die Zeiten. Und ich bin raus. Ciao.